So ein lecker Rosenkohleintopf ist ja wirklich was ganz was Feines bei der Jahreszeit jetzt, denn Rosenkohl ist ja so gesund. Und vielen lieben Dank, liebe Sonja. Sonja, für dein tolles Rezept, was du letztens in die Kommentare reingeschrieben hast. Dein Rosenkohleintopf, der ist echt der Knaller und den hauen wir uns heute auch in den Top. Und wenn ihr noch ein paar tolle Rezepte für mich habt, dann schreibt sie auch in die Kommentare und probieren wir es zusammen aus. Und wir kümmern uns jetzt erstmal um den Speck und den schneiden wir uns in Streifen. Ihr könnt euch die Würfel natürlich ganz nach Belieben schneiden, dick oder dünn, wie es euch am liebsten schmeckt. Dann schneiden wir uns noch eine Zwiebel. Jetzt brauche ich mal meinen Sparschäler. Und dann schälen wir uns noch ein paar Kartoffeln. Die schneiden wir uns in Würfelchen. Mein Rosenkohl habe ich schon mal gewaschen. Den müssen wir jetzt noch ein bisschen putzen. Und zwar tun wir da ganz einfach großzügig den Strunk abschneiden. Da fallen die ganzen Blätter außen, die schmutzigen schon mal ab. Die kann man einfach so wegnehmen. Und dann tut man für den Eintopf halbieren, den Rosenkohl. Wir tun ihn aber einmal so ein bisschen markieren. Wir machen dann nämlich ein Kreuzchen praktisch, dass der Strunk auch schön durchkocht, weil der ist ja ein bisschen härter als der Rest, ne? So, der Topf auf volle Pulle heiß, ne? Und dann kommt der Speck rein, den rösten wir ein wenig an. Der Speck kann ruhig ein bisschen rösch sein und wenn er das ist, gebe ich noch ein bisschen Butter rein. Und dann kommen die Zwiebeln dazu und die tun wir ein bisschen mit andünsten. Und dann fahre ich mal ein bisschen runter hier mit der Temperatur, weil es braucht bloß noch ein bisschen glasig andünsten, gell? So, dann gebe ich auch gleich die Kartoffeln noch mit dazu. Nur so ein bisschen glasig mit andünsten im Topf. Und dann gebe ich auch gleich den Rosenkohl noch mit dazu. Auch mal mit umrühren. Der duftet herrlich, Leute, sage ich euch. Schau mal danach, wie schön das ausschaut, Mensch. Und jetzt habe ich da mein lecker Gemüsebrühe, ne? 1 Liter. Schauen wir mal, ob wir das brauchen. Wir schütten jetzt so viel Flüssigkeit rein, wie wir brauchen, bis alles bedeckt ist. So ungefähr. Herrlich hier, du. Dann habe ich noch ein bisschen Pfeffer. Mit dem Salz müssen wir ein bisschen aufpassen. Tun wir lieber später nachsalzen. Weil in der Gemüsebrühe ist ja schon genug Salz drin, gell? Jetzt muss ich meinen Deckel. Wo ist denn mein Deckel? Unser Eintöpfchen lassen wir jetzt noch 20 Minuten köcheln und inzwischen schneiden wir unser lecker polnische noch ein paar dicke Scheiben, weil die kommen dann später nämlich auch noch mit rein. Und für die Dekoration bereite ich schon mal noch ein bisschen Schnittlauch vor. Jetzt muss natürlich noch die lecker Wurst mit rein. Die zieht dann noch ein bisschen durch. Und die gibt auch noch mal so richtig gutes Aroma, ne? Boah, ist das ein toller Eintopf. Mensch, Sonja, die besten Rezepte haben noch echt immer noch die Zuschauer. Jetzt brauche ich meine Kelle. Jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen was auf den Teller, weil jetzt haben unsere Jungs wahrscheinlich dann richtig Hunger, ha? Aber ich auch. Mensch, ist das was Feines. Und gesund, Leute, gesund. Und durch den Speck und durch die polnische, dieses Raucharoma ist natürlich ein Hammer, ne? Und zum Abschluss noch ein kleines bisschen Schnittlauch drauf, weil das Auge ist ja auch mit. Und da freue ich mich jetzt so richtig drauf, genauso wie auf diese leckeren Rezepte hier. In denen sehen wir uns gleich wieder, Leute. Bis dann, ciao, ciao, macht's gut.